Happy Birthday to you. Ich glaube, ich lasse das lieber mit den Singen, denn singen kann ich nicht. Doch, wunderbar hört sich das an. Ja, das war mal ein neuer Start für unsere Vlog-Reihe. Heute ist Tag 5 auf dem Duro mit Arosa Alva. Ja, und passend dazu heute der 5.8., denn Christian hat heute Geburtstag. Er ist halt 30 geworden. Ja, das könnt ihr aber... Könnt ihr wahrscheinlich sehen, weil über Nacht plötzlich die Falten mindestens 1 Zentimeter tiefer geworden sind. Oh nein, niemals. Ja, jetzt geht's nur noch bergab. Ja, heute zum Geburtstags-Vlog wird es natürlich nicht ganz so viele Aufnahmen geben. Wir wollen auch ein bisschen entspannen, das Schiff genießen. Aber die Kamera haben wir dabei natürlich auch nochmal dabei. Wir werden ein paar Szenen vom Schiff noch filmen. Nachher gehen wir mal kurz raus in Pinhão. Da haben wir einen kurzen Aufenthalt. Genau. Da schlendern wir mal zu einem Bahnhof, der da ganz bekannt ist, wegen den Azulejos. Ja, und was wir sonst so erleben, werden wir sehen. Janine kann mir jetzt nochmal privat was vorsingen. Ja, komm und schief. Genau, und dann geht's los. Also viel Spaß mit dem Geburtstags-Vlog. Shooting me with words, but I will let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open. Your words will keep bouncing. Trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich Janine noch das Wort weggeschnitten, so wie ich es gesehen habe. Okay, ja. Ich hatte auf jeden Fall einen schönen Start in den Tag. Janine hat sich viel Mühe gegeben mit der Crew, hatte einen schönen Geburtstagstisch. War eine sehr, sehr süße Überraschung. Auch vielen Dank an diejenigen, die vielleicht das Video gucken aus meinem Freundeskreis, die auch ein paar Grüße dagelassen haben. Vielen Dank. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ja, zum Nachtisch des Frühstücks gab es dann noch eine wunderschöne Panoramafahrt hier durch die Landschaft von Portugal. Ist auf jeden Fall eine der schönsten Reisen bis jetzt, die wir gemacht haben auf dem Fluss. Ja, und ansonsten... Fahren wir jetzt gerade durch die Schleuse. Das ist eine der größeren hier, die zweitgrößte, ne? Mit 32 Metern Höhe. Und die größte hat die 35 Meter, soweit ich genau, weiß. Genau, die kommt noch. Auf jeden Fall spektakulär anzusehen. Ja, wir entspannen jetzt erstmal, wollen jetzt hier im Pool. Jo. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Bis dann. Angekommen am ersten Zwischenstopp des heutigen Tages. Wir sind in Pinhão. Ja, wir haben uns ein kleines Programm ausgedacht, alternativ. Wer diese Reise hier bucht, der hätte auch heute einen kleinen Ausflug umsonst machen können, nicht wahr? Ja, so eine kleine Weinprobe oder aber direkt einen Ausflug über Arosa buchen zum Matthäuspalast. Wir haben uns heute entschieden, wir wollten mal so ein bisschen entspannt durch die Stadt schlendern, uns anschauen. Da gibt es ja auch so ein süßes Bahnhofshäuschen noch, das soll ganz süß sein. Und ja, dann nehmen wir euch mit und wir halten uns jetzt ran, denn in einer Stunde geht es schon wieder weiter zum nächsten Ziel. Genau, wir flitzen jetzt los und fangen noch ein paar schöne Szenen ein. Wir laufen jetzt gerade zu dem Bahnhofsgebäude, was da sehr schön sein soll. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten, wegen fortgeschrittener Zeit und so. Ist aber überhaupt nicht zu empfehlen, einfach hier an der Uferpromenade entlang, die überraschend schick ist. Ja, das wollten wir euch nämlich jetzt hier genau nochmal zeigen. Das ist echt wunderschön, das kleine Örtchen hier. Also von den kleinen Örtchen war das jetzt eigentlich unsere positivste Überraschung bisher, ja, auf der Tour. Also ihr könntet hier auch
fix in eine Bar gehen, in ein Restaurant, schön was essen am Ufer. Hat uns sehr positiv überrascht. Jetzt müssen wir uns heranhalten, dass wir es noch zum Bahnhofsgebäude schaffen. Tschüss. An unserem ruhigen Tag doch noch in Stress verfallen. Wir hatten uns ein bisschen zu lange auf dem Pooldeck entspannt und die Sonne genossen. Wir hatten natürlich auch noch die tolle Dusche da an der Schleuse. Ach, ja. Jetzt geht es noch zum Galaabend. Heute ist nämlich das große Abschlussdinner. Morgen sind wir nämlich in Porto über Nacht. Daher werden viele unterwegs sein, wie wir auch am Abend. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, dass der Kapitän nicht auf uns wartet. Mal gucken, was es so Leckeres zu essen gibt. Wegen mir hier alles aufgebaut. Ja, also diverse Stände, hier Fahrgeschäfte, Süßigkeiten, Getränke, lokale Produkte zu kaufen. Ist ganz schön gemacht. Ja. Extrem viele Besucher hier, das kann man sich gar nicht vorstellen für so einen kleinen Ort. Viele Leute auch, ne? Ja. Und hier ist echt was los, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall jetzt nochmal ein schöner Abschluss. Nach dem Farewell-Dinner an Bord können wir noch ein paar Meter laufen, das leckere Essen verdauen. Ja, und dann würden wir auch sagen, dass das jetzt erstmal der Vlog, der Geburtstags-Vlog war. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem, trotz dessen, dass es ein entspannter Tag war, viele schöne Impressionen vom Bord und von den Landschaften. Wir sagen jetzt gute Nacht und morgen sind wir dann zurück in Porto zum Abschluss unserer Vlog-Serie. Bis dahin. Tschüss.